So, wir sind wieder zurück. Haben ja hier zuletzt gespeichert. Ich schau mal kurz auf die Karte, ob ich hier noch die ein oder anderen Verstecke habe. Was ist das hier noch für Zeichen? Überlebensverstecke? Oh, Tamgame hat sich ein Fabled Lands Buch gekauft. Das freut mich. Welches hast du denn geholt? Das erste, was ich auch habe, oder ein anderes? Historische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Sehr schön. Karte aktualisiert. Dann schauen wir direkt mal auf die Karte drauf. Da ist auch noch ein Überlebensversteck, aber wie komme ich dorthin? Und moin Heimdall. Einen schönen guten Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, auch du hast einen guten Start in den Tag gehabt. So, genau das erste. Null. Heute in der Schule schon ein bisschen angefangen. In der Vertretungsstunde bin aber sehr schnell gestorben. Hab einen Baum angegriffen. Okay, ich weiß, welchen Baum du meinst. Den haben wir versucht, tatsächlich eher zu überreden in unseren Abenteuern bisher. So, war das. Ah, da ist das Versteck. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ja, der Somerset hat auch bei mir seine Spuren hinterlassen. Ich habe mir jetzt endlich Borderlands die komplette Session geholt. Und plus DLC Season Package. Und dann habe ich mir noch Ori and the Blind Forest zugelegt. Und Abzu habe ich mir auch noch zugelegt. Und Borderlands bin ich gespannt. Ich bin mal vor allen Dingen gespannt, wer sich da dann mit mir dann durchwagen wird. Ich würde mich gerne im Vierer-Koop das Ganze dann im Stream durchhauen. Ich weiß, Karacho hat das Spiel. Mal schauen, wer sich dann sonst noch dazu begnügt. Ich habe das Ding immer noch hier drauf. Sternchen, Herausforderung geschafft. Ah, nee, das nicht. Da hinten ist auch noch ein verstecktes Ding. Da ist anscheinend noch eine Kiste. Also hast du quasi Tamgamer Kampf um das Königreich und die Stadt aus Gold geholt. Bisher haben wir ja nur Kampf um das Königreich gespielt. Und sind ja bisher nie so wirklich weit gekommen. Mach das, mach das. Hallo. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen dahin. Finden Sie einen Weg durch die Berge zum Observatorium, okay? Sag Bescheid, dann zocke ich mit Borderlands. Ich habe Dead Rising, Sleeping Dogs, Thief und Day of the Tentacle Remastered. Ja, Day of the Tentacle Remastered ist natürlich großartig. Ich habe ich ja noch einmal als Verlosungstitel bei mir in der Liste. Sleeping Dogs ist nicht so meins. Thief habe ich damals auch schon gespielt. Das ist dann eigentlich ein geiles Ding. Und Dead Rising ist auch eher nicht so meins. Aber Borderlands haue ich dich gerne an, Heimdall. Dann wären wir wahrscheinlich schon mal zu dritt, weil Karacho wird wahrscheinlich dann auch mitzocken. Mal schauen, ob wir noch einen vierten finden. Wie gesagt, ich habe Borderlands noch gar nicht gespielt. Das ist komplettes Neuland für mich. Ich bin auch sehr gespannt auf die Story. Da sind sie. Agios Orpheus. Agios Orpheus. Agios Athanatos. Eleison imas. Agios Orpheus. Agios Orpheus. Agios Athanatos. Eleison imas. Sollte ich hier hin? Nein, ich sollte weiter hoch, okay.
Borderlands wäre ich dabei. Servus Adonis. Ja, dann wären wir ja quasi schon zu viel bei Borderlands. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Neues Basislager. Kisten. Ja, das Rumgeblättern kann auf Dauer ein bisschen ärgerlich sein, aber es macht auf jeden Fall riesen Spaß, finde ich. Also diese Abenteuerbücher sind schon ziemlich cool. So, gehen wir mal ins Lagerfeuer. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Und wie gesagt, für alle, die interessiert sind, morgen gibt es spontan einen weiteren Karaoke-Abend. Es dürfen sich natürlich auch gerne andere Leute noch bewerben und mitmachen. Ich schätze, wir werden so gegen 8, 9 Uhr anfangen. Vorher gibt es nochmal die Abenteuer-Lesestunde mit Fabled Lands. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für ihr Volk getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Nee, es kam kein Boss gestern. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es.
Sie ist es! Tötet sie! Lara! Nimm meine Hand! Lara. Oh nein. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Ja, wir müssen Jonah da rausholen. Halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich müsste mittlerweile gar nicht so viele Münzen haben. Das heißt, eventuell nachher nochmal die Schmugglerbasis aufsuchen. Breitblatt Kletterpfeile, okay. Schießen sich Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Okay. Also da quasi. Tada! Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Natürlich will Karaoke wieder sehr interessant. Heimdo, du kannst auch gerne mitmachen, ne? Motto ist wie immer, scheiß drauf, was die anderen sagen. Welches Seil? Ach, das da oben. Ne, ich wollte aber nochmal ins Lagerfeuer. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Hey, ich lasse auch Karacho singen, also. Schussfrequenz. Boah, höhere Schussfrequenz für die Shotgun sind gar nicht mal so übel. Aber ich bin kein Freund der Shotgun, tatsächlicherweise. So, Pistole benutze ich, komm, ich benutze eigentlich fast immer nur mein Maschinengewehr und den Bogen. Also den Bogen können wir aber nicht mehr upgraden. Machen wir die Schussfrequenz erhöhen. So. Kämpferstil. Weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Das sollten wir mal machen. Denn ich schätze mal, es wird ein bisschen mehr jetzt Bums machen.
So, jetzt haben wir hier noch auf der Karte was versteckt. Anscheinend nicht. Also klettern wir jetzt da hoch. Ja, du kannst sie auch so nennen, ja? Und nun geht's abwärts. Ach, hier sind wir. Und da unten sind die Bösewichte. Erledigt. Vor allem lautloser Kill mit einem Explosionspfeil, Alter. Zu weit weg. Den Sprung schaffe ich, glaube ich, nicht darüber, oder? Easy peasy. Munition ist voll. Die Munition habe ich noch nicht voll gemacht. Pistolenmunition, sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag, Liliana. Natürlich habe ich ausgeschlafen. Und ich dachte, ich sehe dich nie wieder heute. Da geht doch direkt das Herz wieder auf. Na gut, ich höre schon auf zu schleimen. So, die lautlosen Kills waren ja erfolgreich, würde ich sagen. Pfeile auch nochmal ein bisschen auffüllen. Nee, das ist nicht der Fall. Also du kannst hier komplett dich voll sammeln, bis deine Ressourcen aufgefüllt sind. Du wirst dadurch nicht schwerer. Dann freut es mich, dass ich deine Langeweile vertreiben kann, hoffentlich. So, wo muss ich nochmal hin? Ich muss da... Wo muss ich denn da hin? Ich wollte aber woanders hin. Jetzt muss ich wieder dahin, wo ich weggelaufen bin. Super. Okay, ich muss halt nach ganz oben. Okay, klar. Habe ich jetzt auch verstanden. Sturm kommt auf. A storm is coming. And we're gonna kill them all. He's coming, he's coming. He's coming down the floor.
Nana is here. Nana is there. Ich weiß gar nicht mal, ob es so ein großes Leiden wird. Es wird wahrscheinlich eher ein Ärgern und Frustrieren. Scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Und ich habe ja, wie schon vorhin schon gesagt, es ist ja schön, dass der ein oder andere Follow gekommen ist, aber die sind alle irgendwie nie wirklich erschienen. Deswegen habe ich leider die Befürchtung, dass es wohl nur Fake-Accounts sind und das ist dann schon ein bisschen schade. Finde ich. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Ja, ein Schlummertrunk wäre jetzt schön. Wenn da nicht der Arbeit wäre, ne? Dann wäre ich heute Millionär. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? So, wir haben 66. Kommando-Outfit, ein Outfit aus schwarzen Tanktop, Tarnung und taktische Ausrüstung. Ich will auch kein ich will auch kein Tanktop oder so. Gewehr, Laser, Zielfernrohr, das ist cool. Gewehr, Granatwerfer habe ich leider zu wenig für. Steig-Klemmantrieb, ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Achso, dann brauche ich. Klettern ist jetzt irrelevant für mich. Kostet zu viel. Kostet zu viel. Ich werde das Ding jetzt hier vorne nehmen, das Zielfernrohr. Jetzt habe ich den Punkt noch mit dabei. Sehr schön. Das ist sehr nett von dir. Ich hoffe, ich kann diesen Erwartungen weiterhin erfüllen. Was zu lesen? Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo, aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr, aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. So, ich meine, zu den Followern an sich, sicherlich, manche sind auch bei bestimmten Spielen erschienen, zum Beispiel, als ich Source Park gestreamt habe. Und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil von Source Park. Es sind halt gewisse spielabhängige Follows. Das sind dann auch verständliche Follows. Nur die wenigsten bleiben wirklich anhand wegen des Streamers da. Viele sind halt meistens wegen diesem einen Spiel interessiert und die siehst dann meistens dann nie wieder. Aber das ist ja legitim.
Ist hier irgendwas zu erkunden? Anscheinend nicht, dann geht's wohl ab in den Gletscher. Ich muss Schutz suchen. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Aber ich habe Deo drauf, also so viel duften sollte der Stream jetzt nicht. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Die Kletterpfeile sind normale Pfeile. Jonah. Wobei ich ganz ehrlich, zum Fun würde ich gerne die Nuzzleus Rift bei Source Park gerne mal zocken. Da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt. Bei der Gamescom, als sie letztes Jahr da war, da haben sie die ja mit drin gehabt. Nur da saß ich leider falsch. Ich durfte sie nicht austesten. Das war ein bisschen schade. Aber ich freue mich dieses Jahr schon auf die Gamescom. Wie gesagt, den einen oder anderen werde ich ja sehr wahrscheinlich dann... eventuell dann auch vor Ort treffen. So, erstmal oben lang. Ja, also wir saßen, wir haben den Blick auf die Leute gehabt, also die haben sich stellenweise schon ziemlich geekelt. Ich glaube, dieses Jahr auf der Gamescom wird da nicht mehr viel von Source Park zu sehen sein. Kommt ja jetzt schon im Oktober raus. Ganz ehrlich, Gamescom kannst du kommen, wie du willst. Du kannst auch gerne auf, als Cosplay kommen. Als was immer du willst. Gamescom ist ein offener, bunter Haufen an Gamern. Wichtig ist halt nur... am besten schaust du dir vorher tatsächlich den Hallenplan an, wie die Gamescom aufgebaut ist. Damit du weißt, wenn du sagst, ich will das Spiel und das Spiel auf jeden Fall sehen oder eventuell anzocken, wenn es zum Anzocken ist, das von vorne weg. Die meisten Games sind meistens nur eine Trailer-Show oder ein Lead-Designer erklärt ein bisschen was zu dem Spiel. Dann ist es halt so, dass ihr, wenn ihr reinkommt, straight direkt zu diesem Hallenpunkt gehen. Denn bei manchen Spielen wartet man stellenweise tatsächlich 2-3 Stunden, wenn die Hallen einmal voll sind. Also ich erinnere mich noch, damals habe ich Dragon Age unbedingt sehen wollen. Und wir haben tatsächlich 3 Stunden in der Schlange gestanden und stellenweise gesessen, bis wir dann endlich drin waren. Dafür war es die bequemste Vorschau. Es war auch nur eine Trailer-Vorschau, die haben uns halt ein bisschen Gameplay vorgespielt. Aber es war trotzdem cool und ich mochte Dragon Age halt vorher. Und dieses Jahr wird es hoffentlich ja anders, denn der David von Let's-Plays.de kümmert sich ja letztes Mal um die Pressetickets. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt.
erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben.